Willkommen zum nächsten Video. So, wir machen jetzt den Rundgang weiter. Wir machen jetzt auf der von der Lobby-Rezeption gesehen die linke Seite. Die rechte Seite, die habt ihr ja schon gesehen. So, jetzt machen wir die linke Seite und Impuls. Hier gibt es am Abend eben Popcorn, Zuckerwatte und Getränke. Und auf der Seite. Und auf der Seite ist eben der Eingang zum Aquapark. Da habt ihr schon das Video darüber gesehen. Und da beginnt der Pool. Der Pool-Restaurant. Kennt ihr nie. So, und da haben wir jetzt auf der Seite das Katzenhäuschen, obwohl ich da nie Katzen gesehen habe drinnen. Noch einmal. Ja, das war das Baby nur, aber sonst von den Großen kommt keine da rein. Ja, die sind meistens unterwegs, suchen sich Schattenplätzchen. Es gibt, soweit wir gesehen haben, glaube ich, um die 4 Katzen. Keine Ahnung, wie viele es wirklich sind. So, und da sieht man jetzt den Pool wieder. So, die neu renovierten Zimmer, soweit ich weiß, also soweit es mir gesagt wurde, sind nämlich auf der Seite. Das sind die neu renovierten Zimmer. Bei den neu renovierten Zimmern ist eigentlich nur der Unterschied, dass die Möbel, sage ich mal, frischer sind, eine frische Farbe haben und die Badewannen doch, also die Badezimmer doch ein bisschen moderner gestaltet sind, aber sonst groß im Ganzen ist das keine Änderung. Es ist dasselbe. Eben sehr oft gesagt habe, das Hotel ist riesengroß und deswegen habe ich jetzt nicht einen Rundgang gemacht in einem durch, weil sonst wäre das Video ungefähr 1,5-2 Stunden und das wollte ich nicht und deswegen gibt es dann immer wieder aufteilen, dass ich jede Seite ein eigenes Video hat und dann passt es dann schon, vielleicht tue ich dann eventuell danach dann die Videos zusammenstellen und vielleicht ein komplettes Video mit dem kompletten Rundgang mache, aber das werden wir noch sehen. Also ich finde die Poolanlage, die ist mega, sehr weitläufig. Also. Und vor allem, wie es auf der anderen Seite ist mit dem Alibaba, ist auf der Seite ebenfalls so etwas Ähnliches gemacht, wie ihr sehen könnt. Also wirklich echt super schön. Da kommen so 2022 natürlich, guckt euch da hinten das an. Warte mal, ich versuche das näher zu zoomen. Seht ihr? Also wunderschön. Schaut euch mal diesen wunderschönen, diese wunderschöne Blumenanlage an. Echt, also ich muss sagen, ein Traum. Witzig, seht ihr das? Wunderschön.
So, ja, und da ist, sind wir schon wieder beim Kinderpool, also Kidspool. Wunderschön, also Familienzimmer meistens im Erdgeschoss, wie ich es euch gesagt habe. Da haben wir, die Duschen, da kann man duschen. Genau, ihr habt es jetzt gesehen. Von der anderen Seite, also die linke Seite. Nur diese Grünanlagen hier beobachtet. Guckt euch das an. Aber ich wette, also es ist immer wirklich ein Anblick. Guckt euch das an. Es gibt keine einzige Ecke, also ich habe bisher keine einzige Ecke gesehen, wo nicht irgendwas malerisch dargestellt wurde, eben mit dem Pflanzen. Also da haben sie sich die Gärtner wirklich viel Mühe getan und deswegen, ich sag's wieder, wie auch schon in den nächsten, also in den letzten Videos oft gesagt habe, bitte vergiss beim Trinkgeld geben die Gärtner nicht, denn sowas machen nur die Gärtner und diese Arbeit muss belohnt werden. Ja, Granatapfelbaum, wir haben Mangobaum, hier Dattelbäume. So, warte mal, schauen wir sich das an. Schaut her. So, seht ihr? Das sind Granatäpfel. Seht ihr, das sind wirklich echte Granatäpfel. Und drüben auf der anderen Seite gibt es eben die Mango. Ja. Und natürlich die Datteln dürfen nicht fehlen, die sind auf den Palmen oben. Die dürfen nicht fehlen, das ist ganz klar. Und unser Freund, der darf auch nicht fehlen. Kaktus. Kaktus, ja genau. Schauen wir sich mal die Kaktus kurz an. Schaut euch ja mal das an. Ich sage ja, also ich könnte ein eigenes Video nur über die Pflanzen machen. So, wir gehen von der anderen Seite. Also ich könnte wirklich ein eigenes Video nur über die Pflanzen machen und das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen von einer halben Stunde. Also es ist, wir gehen einmal rein und schauen uns einmal die Kaktusse an. Guckt euch das an. Ich hab das Blüte. Oh. Seht ihr? Seht ihr? Also. Mega. Ich bin irgendwo falsch gedreht, meine Füße sind
viel Grünzeug. So, schau mal da. Nur kurz. Weiß jemand, was das ist? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, denn wir wissen es leider nicht. Wir sind nicht so Blumenfans, sage ich mal. Wir lieben natürlich Bäume, Blumen und so weiter, alles was schön ist, ganz klar. Aber wir kennen uns jetzt nicht so aus, was, wie, was heißt. Aber wir finden es immer faszinierend, was es da für Sachen gibt. Seht euch das an. Seht ihr? Also wunderschön. Also wir finden jeden einzelnen Strauch, sage ich mal jetzt, wunderschön. Und deswegen habe ich euch gesagt, also die Anlage ist wirklich ein Traum. Also so viel schöne Blumen, so eine schöne Gartenanlage, die gibt es, glaube ich, ist sehr selten in einem Hotel. Und das ist wirklich eine einmalige Sache ist das hier. Seht euch das an. Das sind das Leichte. Guck hinter dir. Seht ihr, wir sind nur an diesem kleinen Fleck jetzt durchgegangen und da gibt es so viel zu sehen und es sind noch mehr, aber ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen mehr zeigen in den nächsten Videos. So, mit diesem wunderschönen Anblick sage ich, das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst schöne Kommentare da und wenn ihr Fragen habt, wir beantworten sie euch gerne. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Masalama.